Nach einem Treffen mit Kapitänen von Erstligavereinen bezeichnete der Präsident der spanischen Spielergewerkschaft AFI, David Aganzo, die Pläne der La Liga als verrückt. Er drohte mit einem Streik, falls die Liga ihre Pläne weiterverfolgt. Am Treffen nahmen unter anderem die Nationalspieler Sergio Ramos von Champions-League-Sieger Real Madrid und Sergio Busquets von Landesmeister FC Barcelona teil. Beim Treffen hätten sich alle Kapitäne einstimmig gegen Gastspiele in den USA und Kanada ausgesprochen, sagte der Ex-Profi Aganzo vor Journalisten. Die Spieler seien ob der Pläne alle überrascht und empört. Man habe beschlossen, mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Wir Fußballer stehen nicht zum Verkauf. Wir denken nicht nur ans Geld. Wir denken in erster Linie an die Fans und an die Gesundheit, versicherte Aganzo. Punkt. Unter Berufung auf La Liga hatte die Zeitung El País die Pläne enthüllt, erstmals in der Geschichte der spanischen Landesmeisterschaft offizielle Partien außerhalb der Landesgrenzen auszutragen.